Willkommen zurück zu Donkey Kong 64, Folge 12. Und in der letzten Folge haben wir schon angekündigt, wir werden uns vielleicht dieses Fass angucken und schauen, was da drin ist. Aber dazu müssen wir erst einmal... Siehst du die Liane da drüber? Ja. Meinst du, das ist eine, von der man sich runterfallen lassen kann, oder meinst du das nur so Deko wie da hinten auch? Ich glaube, das ist nur so Deko, aber wir gucken uns das gleich mal an. Okay. Ja, wie hoch, also schau mal von da oben, wie hoch das überhaupt schwebt. Das sah jetzt verdammt hoch aus irgendwie. Ja, da kommen wir doch auf keinen Fall ran. Ja, irgendwie schon. Gibt hier noch mehr von diesen Gongs, die man wegmachen kann? Vielleicht kommt da noch eine andere Plattform oder so. Oder mit den Säulen irgendwas. Also von dort sind wir ja gekommen. Ja. Und ja, die Tür haben wir auch schon angeguckt da vorne. Und den Schalter da hinten mit der roten Feder können wir noch nicht betätigen. Ja, wir haben jetzt noch das Fass. Und das hier. Irgendwelche lustigen Türen. Ja. Ich glaube nicht, dass wir an das Fass irgendwie rankommen können jetzt gerade. Ich sehe da keine Möglichkeit für. Ja, ich versuch's mal abzuschießen. Ja, versuch das mal. Weißt du noch, wie das geht? Z und C links, glaube ich, um die Waffe zu ziehen. Ah ja. Und dann, genau, mit C oben kannst du dann manuell zielen. Hat das getroffen? Ja, ich glaube schon. Fliegt einfach durch irgendwie, ne? Ja. Tja, dann löst mal 5 Bananen ein, damit wir an diesem Blocker vorbei können. Mach schon, zeig mir die Bananen und wir haben es hinter uns. Ja, was ist denn mit diesen Fragezeichentüren? Wollen wir da auch noch schauen? Ich glaube, das sind die, die Tipptüren für die anderen Kongs. Also wir hatten jetzt eine Tür, bei der wir einen Tipp für Donkey Kong bekommen haben, nämlich mit dem Lama, dass wir das irgendwie, da müssen wir Donkeys Kanonenkurs-Ding absolvieren und einmal dann diese Tür, bei der wir den Tipp für Didi bekommen haben. Und ich glaube, das hier sind Türen, wo wir für die anderen Kongs was kriegen. Oder? Wahrscheinlich. Ich versuche gerade mal an diese Liane ranzukommen. Hier hängt nämlich irgendwas. Man kann das so ein bisschen sehen. Ja, aber sieht mehr aus wie Textur, was nur irgendwie im Bild rumhängt. Ja. Und nicht so, als ob das wirklich eine richtige Bedeutung jetzt hätte fürs Spiel. Jo. Dieser Störenfried sollte längst ein Stück Kohle sein. Entschuldigung, Meister, er war zu flink für mich, aber nächstes Mal kriege ich ihn. Unfassbar, ich mag keine Versager. Weißt du, was mit Versagern passiert? Ich habe bereits zu lange gewartet. Diese flohverseuchten Affen kommen mir dieses Mal nicht in die Quere. Da gab es gerade noch mal eine kleine Vorschau, wer denn die anderen Affen sind. Stimmt, es gibt irgendwie noch mehr Affen, ne? Wir haben ja jetzt Donkey Kong, Diddy Kong und da gibt es noch mehr. Ja, das waren gerade noch 3 weitere. Sind wir mal sehr gespannt. Aber wir befinden uns jetzt offensichtlich im nächsten Level. Und wie heißt das Level? Das ist die Azteken-Arena, wenn ich das richtig gelesen habe. Und das sieht mir doch nach gefährlichem Treibsand aus. Da möchte man bestimmt nicht drauf landen. Nee, stimmt nicht. Aha, ich ahne, wen wir hier kriegen. Obwohl, nee, eigentlich. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist hier schon mal so ein Ananas-Schalter. Vielleicht kriegen wir hier irgendwas mit Ananas. Wir merken uns das. Oh, das ging ja einfach. Ich hätte jetzt mehr erwartet. Da ist ja was für Donkey Kong. Jo, hier sind Kokosnüsse. Merken wir uns auch. Jo.
Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Aber ich krieg dich. Ja, Diddy Kong ist einfach super flink. Kaum zu schlagen. Jetzt müsste doch gleich die Erdnusstür kommen, oder? Wenn wir jetzt schon Ananas haben und Kokosnuss. Tja. Ui. Da sind auch schon Bananen für Donkey. Und da ist auch dieses Lama. Hör zu! In den Wolken liegt der Schlüssel zu meiner Freiheit. Ja, den Tipp haben wir auch schon bekommen. Oh, wer ist das denn? Ich weiß nicht. Wieder so ein Haus. Aktiviere erstmal hier den Schalter an. Die Schalter müssen wir immer sofort aktivieren, damit wir uns durch das ganze Level teleportieren können. Natürlich, mit dem Bananaport. Ach ja, richtig. Oh, au. Das hat wehgetan. Ja. Hier ist überall so Treibsand, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Da ist auch schon eins von den Portalen. Können wir uns schon mal merken. Oh je, ich komme da gar nicht so rüber. Soll ich das nochmal probieren? Ja, einmal probierst du noch. Gute Idee. So, ja, durch das Portal brauchen wir wohl noch nicht durch. Wir haben ja noch nicht so viele Bananen, dass wir die Viecher füttern könnten. Was ist das denn? Das sind Kristalle. Die können wir erst später einsammeln. Wusstest du das noch? Ich wollte sie mir nur mal angucken. Candys Musikladen. Candy scheint ein weiblicher Kong zu sein. Scheint so, ja. Hi, Diddy! Bleib locker, ich habe ein paar ganz heiße Tipps für dich auf Lager. Für eine Handvoll alter Münzen kannst du ein heißes Musikinstrument und ein paar extra Melonen haben. Mach schon, für nur 3 Münzen bringe ich dir die Tonleiter bei und gebe dir eine extra Melone gratis. Wie sieht's aus? Wir machen eigentlich alles mit, ne? Selbst sowas? Ja klar, machen wir. Also ein bisschen merkwürdig. Aber Musik ist eigentlich eine gute Sache. Na, die Krawallklampe. Komm näher, Diddy. Ich zeige dir, wie man mit dem Instrument umgeht. Halte Z gedrückt, während du C oben betätigst. Der Hammer-Sound wird die meisten Kremlins umhauen. Allerdings verliert das Instrument an Energie. Wenn du einen Kopfhörer findest, kannst du die Energie wieder aufstocken. Stell dich beim Spielen auf eine Musikplatte. Dann verbrauchst du keine Energie und manchmal passieren ganz abgefahrene Sachen. Ich schätze, eine zusätzliche Melone wird euch manches einfacher machen. Mehr kann ich zurzeit nicht für dich tun. Sehen wir uns später? Ja. Oh ja, guck mal, jetzt hat sie unsere Lebensleiste verdoppelt, indem wir eine Melone mehr bekommen haben. Oh ja, das ist ziemlich viel wert. Ja, das war auf jeden Fall super cool. Und also, wie kann man jetzt dieses Musikinstrument spielen? Also, ich drück mal Z und C oben. Ja, das war cool. Bäm. Und das haut jetzt die meisten Kremlings um, oder was? Ja. Okay, schaffst du es denn zurück? Du hast jetzt viel mehr Versuche als vorhin, weil du ja viel mehr Energie hast. Denk dran, auf die Bäume zu klettern, weil da sind alle deine Bananen. Jo. Oh, was? Hier liegen erstmal 5 Münzen für dich. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Also, du hast gesagt, auf die Bäume klettern. Ja, also würde ich einfach mal machen. Das ist eigentlich bestimmt immer ganz gut.
Hier ist zum Beispiel ein Didi-Fass. Hä? Wahrscheinlich macht es nichts, wenn man Didi ist, oder man kann dann Didi werden. Ja. Pass mal auf. Vielleicht hauen wir ja jetzt einen Kremlin um. Die Animation ist auf jeden Fall extrem cool. Also ihm ging es nicht mehr so gut, der wurde wohl ziemlich durch die Luft geschleudert. Ja. Hier sind überall gelbe Bananen, also Donkey Kong macht ja auch noch was. Ja, wir können ja erstmal mit Didi weiter erkunden, würde ich sagen, ne? Ja. Oh. Ja, irgendwie müssen wir auf jeden Fall auch nochmal rauskriegen, wie man diese Erdhäufchen bedient oder was, wofür die gut sind. Die sind ja bestimmt nicht einfach nur so da reingemacht. Aha. Alles für Donkey. Irgendwie schon. Okay. Ah, langsam ist das ja raus mit den Lianen, oder? Langsam geht's ja. Ah, hast du gesehen? Hab ich gesehen. Aber das war... Na, ich mache einfach mal Musik, ne? Kann nicht schlecht sein. Ja, da war doch der Gitarrenschalter auch abgebildet. Also die Gitarre auf dem Schalter. Ah, da ist der Pfad, auf dem es Didis Bananen gibt. Warst du schon hinter dem Lama-Käfig? Nein, war ich noch nicht. Du hast recht. Oh, nochmal gucken, zur Sicherheit. Wer weiß, was da... Lusha, Lusha. Was da nicht ist. Okay, gut. Ein Reinfall. Ja, wo waren wir denn jetzt überall noch nicht und wo waren wir schon? Ich habe jetzt ein bisschen den Überblick verloren. Also ich bin jetzt hier oben nicht weitergelaufen. Okay, vielleicht hier nochmal gucken, bevor wir in diesen neu geöffneten Raum reingehen, oder? Ja, mit den Kristallen wissen wir auch noch nicht so genau. Eine rote Feder. Eine Traube? Pflaume? Traube, ja, vielleicht ist es auch eine Traube, ich weiß es nicht. Ja, das weiß niemand so genau. Oh, hier sind noch irgendwelche Sachen. Na, hier wollte ich sowieso runter. Ist doch klar. Na klar. Also hier kann man sich auf jeden Fall, kann man mal aufstocken. Ich guck mal ganz kurz von hier unten. Oh. Alles dabei, nur Donkey nicht. Wie fies. Eine meiner leichtesten Übungen. Gar kein Problem. Hat Timo ist nämlich auch Scharfschütze. Ja. Nebenberuflich. Und da wurde doch gerade einer von deinen Bananenballons gespoilert. Oh ja. Aber das ist nicht meine, oder? Ah doch, doch rot. Rot ist doch für Didi. Jo. Nee, ein bisschen früher schießen. Sehr gut. Ja, 15 Bananen hast du schon. Ich tippe mal, wir brauchen wieder 60 mindestens. Damit wir hier dieses Nilpferd füttern können am Ende. Kann man jetzt hier rein? Sieht nicht so aus, oder? Ist das nicht gerade aufgegangen? Ich dachte ja. Vielleicht ist es nur eine begrenzte Zeit offen. Aber wir können auch erstmal hier reinlaufen. Ja. Da verändert sich auch gleich die Musik. Oh, guck mal, da ist wieder so ein Blaupausen-Heini. Aber nicht deiner. Brauchst du also nicht unbedingt töten. Was ist das für ein Schalter hier in der Mitte? Hast du gesehen, wer da ist? Nee. Da ist Crankys Haus hinten im Hintergrund zu sehen gewesen. Echt? Boah, also diese Bienen, die nerven ja total, oder? Ja, die Bienen nerven schon ziemlich. Aber was ist das hier? Ein Fass für... Ja. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Alter. Ja, du arst aber ganz schön rum hier mit den Melonen, ne? So, sammel ein. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Na gut, dann lauf mal zu Cranky. Ist hier Cranky?
Ja, hier den Pfad entlang, denke ich mal. Oh je. Hallo. Will er rauf? Hallo. Nicht sterben jetzt hier. Also jetzt noch mal ganz von vorne. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ganz langsam. Ja, dieser Treibsand ist wirklich sehr gefährlich. Ist wirklich sehr gefährlich. Und hier ist schon wieder ein Portal. Tja, Schalter aktivieren. Und ja, in der nächsten Folge kannst du dir dann ja mal vielleicht einen Trank abholen. Und mal schauen, was Cranky sonst noch für uns hat. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.